Ein Fass auf dem Meeresgrund, versunken vor Jahrzehnten. Der Inhalt: Atommüll. Mehr als 200.000 Atommüllfässer verrosten vor den Küsten Europas. Eine Zeitbombe? Die Recherche geht zurück in die 60er Jahre. Die Kernforschung läuft auf Hochtouren. Das Atomzeitalter hat begonnen, aber es gibt ein Problem. Wohin mit dem Atommüll? Man überlegt, die radioaktiven Abfälle in der Antarktis abzustellen. Doch das wird schon 1957 international verboten. Noch erlaubt ist das Versenken im Meer. Doch dagegen gibt es auch schon Bedenken. Über Radioaktivität und Gewässerschutz diskutieren 80 Wissenschaftler auf einer internationalen Konferenz im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Die Bundesregierung begrüßt diese internationale Diskussion herzlich, denn wir erwarten von den Ergebnissen, die sie finden werden, eine Hilfe in einer unserer schwersten Sorgen, nämlich der Sorge um die Verunreinigung und Gefährdung des Wassers durch radioaktive Stoffe. Doch das hält Deutschland nicht davon ab, insgeheim die Pläne für eine erste deutsche Versenkung voranzutreiben. Report Mainz lüftet ein lange gehütetes Geheimnis der Bundesregierung. Auch Deutschland ließ Atommüll ins Meer kippen. Ein vertrauliches Sitzungsprotokoll aus dem Jahr 1962 nennt den Grund. Die Kosten bei der Zwischenlagerung vermindern sich bei einer endgültigen Beseitigung durch Versenken in das Meer besonders augenfällig. Verwendung billigster Behälter. Die internationale Versenkung von Atommüll. Deutschland hatte sie angestoßen. Das beweist dieser amtliche Vermerk. Danach findet auf Anregung eines Referats im Bundesforschungsministerium die erste internationale Versenkungsaktion statt. Der deutsche Atommüll kommt aus Karlsruhe. Die amtliche Ausfuhranzeige. Versenkung der radioaktiven Abfälle im Atlantik. Deutschland, England, Frankreich, Belgien und die Niederlande sammeln mehr als 10.000 Tonnen Atommüll. Die strahlende Fracht wird die Topaz 1967 ins Meer werfen. 400 Kilometer vor der portugiesischen Küste, tausende Meter tief. Die von Deutschland angeregte Probeversenkung macht Schule. Es folgen weitere internationale Verklappungen. Insgesamt verschwinden mehr als 114.000 Tonnen schwach- und mittelradioaktive Abfälle in der Versenkung. Zehnmal mehr Radioaktivität als im Schacht Asse. Versenkt werden Alpha-, Beta- und Gamma-Strahler, auch große Mengen leichtflüchtiges radioaktives Tritium. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die Stoffe im Meer verdünnen. Heute ist die Verdünnung von radioaktiven Abfällen verboten, weil damit die Radioaktivität nicht verringert, sondern unkontrolliert verteilt wird. Jahrzehntelang weiß die Öffentlichkeit nichts von den Versenkungen. Erst in den 80er Jahren macht Greenpeace mit solchen spektakulären Aktionen auf das Problem aufmerksam. Der Greenpeace-Aktivist Harald Zindler saß damals in einem der Schlauchboote. Dann wurden wir gefangen genommen auf dem Schiff und wurden in das Vorschiff gesperrt. Und dann ging die Verklappung weiter, das hörten wir. Und dann passierte das, was wir eben gerade gesehen haben, dass wieder ein Schlauchboot getroffen wurde. Und daraufhin wurde die Aktion abgebrochen, weil es so zu gefährlich und die Leute hätten auch dann leicht verletzt oder getötet werden können. Das war 1981. Gleichzeitig will die Firma BBC in Mannheim hochradioaktiven Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken im südamerikanischen Peru entsorgen. An Land oder im Meer. Doch dazu kam es nicht mehr. Seit 1995 ist das Versenken weltweit verboten. Aber was wurde aus dem Atommüll auf dem Meeresgrund? Mitte der 80er Jahre schickt Deutschland das Forschungsschiff Walter Herwig in das deutsche Versenkungsgebiet. Das Wasser über dem Meeresboden wird auf Radioaktivität kontrolliert. Dabei holen die Wissenschaftler auch 9 der versenkten Fässer an Bord.
aus 4700 Metern Tiefe. Das Metall ist angerostet, zum Teil schon aufgebrochen. Die Forscher weisen Plutonium im Wasser nach, im Meeresboden und in Fischen Plutonium 239 und 240. Aber sind die Fässer wirklich die Quelle? Oder kommen die radioaktiven Stoffe aus Tschernobyl oder von Kernwaffentests? Das erfahren wir von der Meeresschutzorganisation OSPAR, der 15 Regierungen und die EU angehören. Report Mainz liegt exklusiv dieses aktuelle OSPAR-Papier über die Auswirkungen der Atommüllversenkungen vor. Darin heißt es, dass die erhöhten Konzentrationen von Plutonium 238 in den Versenkungsgebieten auf Lecks in den Fässern hindeuten. Diese Aufnahmen machte Greenpeace im Jahr 2000 im Ärmelkanal, in einer Tiefe von nur 100 Metern. Ein nukleares Endlager im Meer. 28.500 Fässer radioaktiver Abfall im flachen Wasser. Welche Gefahr geht von solchen Fässern aus? Millionstel Gramm Plutonium sind im menschlichen Körper tödlich. Kann sich das Plutonium über die Nahrungskette anreichern und in unser Essen kommen? Gelangt Plutonium so auch in Fische, die gar nicht in der Tiefsee gefangen werden, sondern weit oberhalb der Fässer? Das erforschte der Meeresbiologe Bernd Christiansen von der Universität Hamburg. In einem Wissenschaftlerteam untersuchte er jahrelang die Tiefsee. Das Ergebnis? Die Nahrungskette reicht aus 5000 Metern Tiefe bis hinauf an die Wasseroberfläche. Glauben Sie denn, dass tatsächlich das Plutonium auch zu uns zurückkommen wird? Das kann auf jeden Fall zu uns zurückkommen, da es ja in der Nahrungskette weitergereicht wird und wir die letztendlich die Endglieder der Nahrungskette sind, wird es dort auch irgendwann ankommen. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse. Das Bundesumweltministerium stellt fest, dass aus den Abfallbehältern freigesetzte Radioaktivität in der Biosphäre angekommen ist. Das war im Jahr 2000. Neuere Messwerte gibt es nicht. Vor den europäischen Küsten liegen mehr als 100.000 Tonnen Atommüll im Wasser. Das Plutonium trinkt aus den Fässern. Aber seit fast 12 Jahren gibt es keine Messergebnisse mehr aus den Versenkungsgebieten. Dabei wird dort intensiv Fisch gefangen, zum Beispiel Makrelen. Auch für die deutschen Märkte. Die Fischgroßhändler wollen deshalb von der Bundesregierung dringend wissen, welche Gefahren von dem Atommüll im Meer ausgehen. Wir erwarten jetzt von der Bundesregierung, dass sie alle notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Risikomanagementpläne veranlasst, um sicherzustellen, dass von diesen Fässern keine Gefahr für die Umwelt ausgeht. Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wird und sich für ein Monitoring-System in diesen Verklappungs- und Versenkungsgebieten einsetzt. Und das heißt, hier müssen Messungen vor Ort und kontinuierlich vorgenommen werden. Dazu haben wir Bundesumweltminister Röttgen um ein Interview gebeten. Doch der lehnt ab und lässt uns mitteilen, in den bisherigen Messergebnissen sehe sein Haus keinen Anlass zu regelmäßigen Überwachungen des Versenkungsgebietes. Das Plutonium wird in unsere Fische gelangen. Es ist eine Frage der Zeit.